Sie haben geerbt und zum Nachlass gehört ein Bankkonto. In diesem Video erkläre ich Ihnen, wer wie an das Geld kommt, wie das in einer Erbengemeinschaft ist und ob sich das Finanzamt für das Konto interessiert. Alles in nur einer Minute. Hallo, ich bin Bernfried Rose von der Kanzlei Rose & Partner. Unsere Fachanwälte für Erbrecht und Steuerberater betreuen bundesweit Unternehmer und vermögende Privatpersonen in allen rechtlichen und steuerlichen Fragen rund um das Erben und Vererben. Gehört ein Bankkonto zum Nachlass, wird das Guthaben automatisch Eigentum des oder der Erben. Wollen die an das Geld rankommen, müssen sie sich aber als Erben gegenüber der Bank ausweisen können. Das geht sowohl durch einen Erbschein als auch durch ein notarielles oder handschriftliches Testament, aus dem klar hervorgeht, wer Erbe ist. Erbengemeinschaften können Verfügungen über das Konto nur einstimmig beschließen. Verstirbt ein Ehegatte mit einem Oder-Konto, wird die Bank den Partner erstmal weiter über das Konto verfügen lassen. Ohne Konsequenzen bleibt das aber nur, wenn dieser auch Alleinerbe des Verstorbenen ist. Wurde zu Lebzeiten eine Bankvollmacht erteilt, sollten die Erben diese Vollmacht gegebenenfalls widerrufen, um Missbrauch zu verhindern. Muss ein Pflichtteil berechnet werden, gehört das Bankguthaben dazu. Im Nachlassverzeichnis ist dann der Kontostand am Todestag einzutragen. Das ist auch der Stichtag für die Berechnung der Erbschaftssteuer. Informiert wird das Finanzamt dabei direkt von der Bank, weil diese eine gesetzliche Mitteilungspflicht hat. Wenn Sie einen Erbstreit mit oder ohne Bankkonto haben, besuchen Sie gerne unsere Webseite. Dort finden Sie nicht nur ausführliche Informationen rund um das Erben, sondern auch Beratungsangebote unserer Fachanwälte für Erbrecht. Machen Sie es gut und behalten Sie Recht.